Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine Parodontitis ist schmerzhaft und meistens betrifft es die über 40-Jährigen. Bei einer Parodontitis ist nicht nur das Zahnfleisch entzündet, die Entzündung geht auf Wurzelhaut und auf die Kieferknochen über. Und diese Krankheit geht so weit, dass man die Zähne verliert. Was kannst du tun, um einen Zahnverlust und die Entzündung aufzuhalten und zu behandeln? Erstens. Wenn du dich konsequent gesund ernährst und auf Fabrikzucker und Weißmehlprodukte verzichtest, kannst du innerhalb weniger Monaten eine enorme Verbesserung spüren und sogar komplett gesund werden. Und das, obwohl man bei der Schulmedizin als lebenslanger Pflegefall bezeichnet wird. Zweitens, da die Entzündungen chronisch sind, brauchst du hochwertige Antioxidantien, zum Beispiel Kirillöl, OPC, Astaxanthin und so weiter. Gute Mittel, die Entzündungen hemmen. Drittens, Omega-3-Fettsäuren sind antientzündlich und dürfen auf dem Speiseplan auf keinen Fall fehlen. Reiche Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel Hahnöl, Leinöl. 1-3 Esslöffel reichen aus. Viertens, Ölspülungen oder auch Ölziehen genannt. Man zieht das Öl praktisch durch die Zähne. Das hat folgenden Effekt. Das gestresste Zahnfleisch wird massiert und die Stoffwechselgifte der Bakterien werden aus dem Zahnfleisch gezogen. Fünftens. Damit die Mundflora wieder ein gesundes Gleichgewicht bekommt, kann man mit Regulaten Mundspülungen machen. Was ist das? Das sind milchsauer fermentierte flüssige Pflanzenextrakte mit probiotischer Wirkung. Das heißt, diese Spülung hat gute Bakterien. Und was machen diese guten Bakterien? Die vitalisieren das Zahnfleisch und fördern den Zellstoffwechsel. Sechstens. Ganz wichtig, den Körper komplett entsäuern und den Darm reinigen. Das muss nicht mal mit einem Darmeinlauf geschehen. Dazu gibt es angenehmere Mittel, zum Beispiel Vitabiosa. Ich verlinke euch die Gesundheitsmittel unter dem Video, welche ich nehmen würde, falls ich sowas haben sollte oder bekommen sollte. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniere meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.